was sind eigentlich so Frauenprobleme? Was sind die typischen Frauenprobleme? Also Migräne, polyzystisches Ovar-Syndrom, PMS und so weiter. Dann möchte ich Ihnen jetzt ein paar so einfache Tipps geben, wie Sie im Alltag das leicht in den Griff bekommen können oder zumindest besser unter Kontrolle bekommen können. Da gibt es ein paar Maßnahmen, die man setzen kann. Das ist einerseits Sport, und zwar die richtige Form der Bewegung, das werde ich Ihnen dann sagen, wie vielleicht das Training ausschauen sollte, wenn Sie zum Beispiel unter Migräne oder PMS leiden. Dann die richtigen Nährstoffe, die man dazu braucht, um dem Körper zu ermöglichen, dass er überhaupt diese ganzen Hormone in adäquater Weise bilden kann. Und ein paar Hilfe aus der Pflanzenmedizin, und da gibt es eben auch nicht nur aus der TCM, also aus der traditionellen chinesischen Medizin, sondern auch aus der traditionellen europäischen Medizin gute Helfer. Willkommen zu einer neuen Folge von Milieu Gesund, dem InnoMed-Podcast. Mein Name ist Dietmar Rösler, ich bin Orthomolekular-, Ernährungs- und Sportmediziner. Das Ziel unseres Podcasts ist, Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, beziehungsweise den Self-Care-Gedanken und die Prävention in den Vordergrund zu rücken. Unser Ziel ist es, Ihnen hochwertige Informationen auf wissenschaftlicher Basis niederschwellig zu vermitteln. Und das heutige Thema wird Frauengesundheit sein. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass wir in der Vergangenheit immer wieder Gesprächspartner eingeladen hatten. Heute müssen Sie mit mir selbst Vorlieb nehmen. Und vielleicht fragen sich die eine oder der andere von Ihnen, was ich als Mann über die Frauengesundheit schon zu sagen hätte. Aber, das große Aber ist, dass ich in 10 Jahren Ordinationstätigkeit, wo ich mit ganz vielen Frauen gesprochen habe über diese Themen, über die Symptome und wo ich parallel auch Laborwerte und vor allem die Hormonwerte von diesen Frauen angesehen habe, bemerkt habe, dass das ein sehr individuelles Problem ist. Das heißt, nur weil man das selbst einmal verspürt hat, heißt das nicht, dass das sich für die Nachbarin oder die beste Freundin oder die Mutter oder die Großmutter so ähnlich anfühlen muss. Und deshalb traue ich mir jetzt zu, über dieses Thema zu sprechen, und ich werde das nicht werten, sondern ich werde einfach auf die biochemischen und hormonellen Hintergründe eingehen. Weil die Hormone, das werden Sie im Laufe dieser Aufzeichnung noch sehen, die Hormone einen ganz wichtigen Einfluss auf Ihren Tagesablauf haben. Und als Frau merkt man das eigentlich relativ früh im Leben, also in der Pubertät spätestens, merkt man das, dass man ein zyklisches Lebewesen ist. Das sind wir Männer übrigens auch, aber wir merken es nicht so auffällig oder wir merken es nicht so stark. Aber auch wir sind Tageszyklen, Monatszyklen, Jahreszyklen unterworfen. Und bei der Frau wird es halt durch die Menstruation und durch die ganzen Vorgänge, die währenddessen ablaufen, wird es halt noch viel deutlicher. Und dann stellt man sich einmal die Frage, was sind eigentlich so Frauenprobleme? Was sind die typischen Frauenprobleme? Das kann sein PMS. PMS steht für Prä-, Post- oder Perimenstruelles Syndrom. Das heißt einfach Beschwerden, die während, vor oder nach der Menstruation auftreten. Die sind sehr unterschiedlich. Das können Stimmungsschwankungen sein, das können Gewichtsschwankungen sein, das können Kopfschmerzattacken oder Migräneattacken sein. Das können introvertierte, depressive Zustände sein. Das können aber auch aggressive, nach außen hin gekehrte Unruhezustände sein. Das ist sehr unterschiedlich. Hat aber mit dem Hormonhaushalt und mit dem Verlauf des Hormonhaushaltes zu tun. Migräne, wie schon angesprochen, da gibt es eine eigene Folge übrigens, die Sie dann auch auf unserem Kanal nachhören können. Aber Migräne ist auch ein Thema, das vor allem Frauen betrifft und das sehr stark einen Konnex mit dem weiblichen Hormonhaushalt hat. PCOS, das steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Das ist ein
eine gynäkologische Erkrankung, die meistens der Gynäkologe feststellt im Ultraschall. Dann sagt er, ah, da sind Zysten im Eierstock. Und das weist auch darauf hin, dass da im Hormonhaushalt vielleicht eine Schieflage passieren könnte oder passiert sein könnte. Und das ist meistens ja nicht das einzige Symptom, sondern das ist meistens verbunden eben mit den vorgenannten Problemen. Dann unerfüllter Kinderwunsch. Das ist ein Thema, das zu 50% die Frauen, zu 50% die Männer betrifft. Also es ist natürlich nicht nur Frauensache, aber kann natürlich auch in diesem, kann auch aus dieser Ecke kommen. Die Menopause und die Pubertät sind beides ja, Zeiten im Leben der Frau, wo sich eben die hormonelle Situation stark verändert und das merkt man dann auch. Also bei der Pubertät wird das mehr und im Wechsel oder in der Menopause, Wechsel wird das genannt, da wird es dann weniger. Das heißt, beide Hormonveränderungen spürt man nicht nur körperlich, sondern auch psychisch beziehungsweise auch von der Stimmung her. Und das werden diejenigen von Ihnen, die das schon einmal in der Pubertät oder vielleicht zweimal schon in der Pubertät und im Wechsel erlebt haben, werden das sicher kennen. Und ein Problem, das nach dem Wechsel sozusagen häufiger erst auftritt, das ist die Osteoporose, also Knochengesundheit. Und dazu eine sehr besorgniserregende Studie, das ist sind relativ frische Daten, wo man gezeigt hat, dass wenn man als über 60-jährige Frau einen Knochenbruch erleidet aufgrund einer Osteoporose, also aufgrund dessen, dass die Knochen eben nicht mehr so stabil sind, dann ist die Chance, dass man im darauffolgenden Jahr verstirbt, größer als 70%. Das ist ziemlich besorgniserregend. Und daher ist die Knochengesundheit ein Thema, das wahrscheinlich in unserer Gesellschaft viel zu sehr unter den Tisch gekehrt wird und das eigentlich eine viel, viel größere Aufmerksamkeit verdienen würde. Wir werden auch diesbezüglich einmal eine Folge aufnehmen, wo es gezielt um dieses Thema geht, aber nur einmal, um das Ganze aufs Tapet zu bringen. Also Knochengesundheit ist sehr wohl nicht nur eben auf den Knochen bezogen, sondern betrifft den ganzen Organismus und ist eigentlich, die Knochengesundheit ist ein Spiegel der Gesundheit des Gesamtorganismus und ist gerade bei der Frau eben ein größeres Thema. Ja, also diese ganzen Probleme oder diese ganzen Erkrankungen oder Zustände, unangenehmen Zustände vielleicht, die haben alle eine gemeinsame Ursache. Und diese gemeinsame Ursache ist das Hormonsystem, beziehungsweise eine Dysbalance, also eine Schieflage im Hormonsystem. Und das ist eben ein bisschen komplexer als wie nur der Eierstock bei der Frau oder der Hoden beim Mann, sondern das Hormonsystem ist ein kybernetisches System, wo eben viele Systeme in sich greifen und wo gewisse Steuermechanismen dafür verantwortlich sein können, dass es irgendwo anders eine Schieflage geben kann. Das heißt, die wichtigsten Player in diesem Zusammenhang, wenn es um Frauengesundheit geht, das ist einerseits die Hirnanhangsdrüse. Die Hirnanhangsdrüse produziert Hormone, die direkt auf die Ovarien, also direkt auf die Eierstöcke wirken und dort eben gewisse Vorgänge auslösen können. Ein anderes Drüsenorgan, das gar nicht so unwichtig ist in diesem Zusammenhang, ist die Schilddrüse. Die Schilddrüse produziert unter anderem ein Hormon, das heißt T3, das Triiodidthyronin. Und dieses Hormon steuert ganz dezidiert die Sexualhormone mit. Dann gibt es natürlich die Stresshormone. Stress ist ein ganz wichtiger Faktor und Stress hat eine ganz massive Auswirkung auf die Sexualhormonproduktion. Und die Stresshormone werden hauptsächlich in der Nebenniere produziert, in der Nebennierenrinde. Und die kennen Sie wahrscheinlich, diese Stresshormone, die nennen sich Adrenalin, Cortisol, Dopamin und Noradrenalin. Und speziell dieses Cortisol, also dieses chronische Stresshormon, wenn man das so haben will, das hat einen ganz massiven Einfluss in die Hormonachse. Ja, und dann gibt es eben auch noch
die Endorgane sozusagen. Und die Endorgane in diesem Fall sind die Ovarien, also die Eierstöcke der Frau. Und wenn wir über Stress sprechen, dann ist das vielleicht schon der erste Punkt, der uns da interessieren sollte. Und zwar, wir sind genetisch noch sehr eng verwandt mit dem Jäger und Sammler, also mit dem Neandertaler, der vor 15.000 Jahren diese Erde bevölkert hat und der sein Leben halt etwas anders gefristet hat, als wir das gemacht haben. Und für unsere Vorfahren war eines wichtig und das war das Überleben. Also die hatten widrige Überlebensbedingungen und mussten vor Säbelzahntigern flüchten und solche Sachen oder gegen benachbarte Stämme kämpfen oder ein Mammut erlegen und waren relativ oft in ihrem Leben einer tödlichen Gefahr ausgesetzt. Und in dieser Situation war es wichtig, dass die Körperfunktionen auf das Überleben ausgerichtet waren. Und das wurde ermöglicht und das wird immer noch ermöglicht durch die Ausschüttung der Stresshormone. Das heißt, im Überlebenskampf wird alles dem Überleben untergeordnet. Das Blöde ist jetzt, dass dieser Überlebenskampf inzwischen halt nicht mehr Säbelzahntiger heißt oder nicht mehr Mammut heißt, sondern der Überlebenskampf ist ein Konflikt in der Arbeit. Es kann eine Stresssituation sein am Weg zur Arbeit. Das können Sorgen sein wegen der Inflation, wegen Kredit, wegen anderen Dingen. Auf jeden Fall sind diese Stressoren viel, viel langlebiger und viel, viel hartnäckiger als damals. Weil den Kampf mit dem Säbelzahntiger, der war noch ein paar Sekunden entschieden. Also entweder man war auf dem Baum und hat sich gerettet oder es war vorbei. Und damit waren diese Stressreaktionen immer kurz und auch immer mit körperlicher Aktivität verbunden. Das heißt, man ist geflüchtet oder hat gekämpft. Und heute flüchten und kämpfen wir meistens im Sitzen, irgendwo im Stau auf der Südosttangente oder so und können diese Flucht- und Kampfreaktionen eigentlich nicht wirklich ausleben. Aber es passiert im Körper was. Und zwar, diese ganzen Hormone, sei es jetzt Stresshormone oder auch Sexualhormone, die werden alle aus einer Grundsubstanz produziert. Und diese Grundsubstanz ist Cholesterin. Cholesterin, das kennen Sie alle aus den 80er und 90er Jahren. Da hat man geglaubt, dass Cholesterin ein todbringendes Molekül ist. Und ich kann mich erinnern, als Kind, meine Oma hat Cholesterinsenker nehmen müssen und ich hatte das Gefühl, Cholesterin ist das Gefährlichste, was es auf der Welt gibt. So irgendwie wurde damals so kommuniziert. Ist inzwischen sehr, sehr kontroversiell gesehen übrigens. Aber Cholesterin ist auf jeden Fall eine Grundbausubstanz für Hormone. Und zwar sowohl für die Kampf- und Fluchthormone, also für Adrenalin und Cortisol, als auch für die Sexualhormone, das bei der Frau eben das Östradiol und das Progesteron sind. Und jetzt haben wir das Dilemma. Wir haben nur eine gewisse Menge an Grundsubstanz oder nur eine gewisse Menge an Vorläuferhormonen. Das Vorläuferhormon heißt Pregnenolon und daraus entsteht dann ein Stoff, der heißt Dihydroepiandrosteron, DHEA. Und der Körper kann dann entscheiden oder muss dann entscheiden, sozusagen je nach Bedarf, ob er daraus jetzt Cortisol oder Adrenalin, also ein Kampf- und Fluchthormon macht, oder ein Sexualhormon. Das war auch im evolutionsgeschichtlichen Hintergrund ja wichtig, weil wir konnten entweder vor einem Säbelzahntiger flüchten oder uns fortpflanzen. Beides zugleich hätte zum Tod geführt. Das war einfach nicht möglich. Und deshalb ist immer in einem Kampf- und Fluchtreflex alles dem Überleben untergeordnet. Das kann man nicht oft genug sagen. Das heißt, wenn ich kämpfe und flüchte und die Zelle und vor allem die Zellen der Endorgane, also der Hormonorgane, die merken nicht, ob sie vor einem Säbelzahntiger flüchten, ob sie im Stau stehen oder ob sie Streit haben oder einen Konflikt austragen. Aber es wird immer so sein, dass die Zelle sozusagen glaubt, sie sind im Überlebenskampf und eben alles andere hintanstellt. Das heißt, es wird dann statt Progesteron und statt Östradiol, also statt den weiblichen Hormonen, wird dann Stresshormon produziert. Und das führt auf Dauer dazu, dass man halt lustlos wird und dass das Leben ein bisschen grauer und eintöniger wird. Und das kann man durchaus verhindern.
Vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug in den weiblichen Zyklus. Das ist jetzt ein ziemlich, zumindest war das für mich als Student eine ziemlich schwierige Angelegenheit, weil der männliche Hormonhaushalt war relativ einfach. Wir haben ein Hormon, das ist das Testosteron. Wenn das hoch ist, geht es uns gut. Wenn das niedrig ist, geht es uns schlecht. Das ist einfach. Also die Folge über die Männergesundheit würde ein paar Minuten dauern. Und bei der Frau ist es halt so, und das merken Sie als Frau ja jedes Monat, dass da viel passiert und viel mehr passiert eben als nur eine hormonelle Veränderung, sondern da spielen viele Hormone ineinander. Und man muss da gar nicht so im Detail darauf eingehen, aber es gibt drei wichtige Zeitpunkte vielleicht, die sollte man sich vor Augen führen. Der erste wichtige Zeitpunkt ist das Einsetzen der Regelblutung, das heißt, das ist der Tag 1. Der zweite wichtige Zeitpunkt ist der Eisprung. Das ist je nach Frau und je nach Zyklus unterschiedlich. Das wird irgendwann zwischen 7. und 12. Tag passieren. Viele Frauen spüren das. Und der Eisprung ist ein totaler Gamechanger in diesem weiblichen Zyklus, weil danach passiert auf einmal viel. Vor dem Eisprung ist so die Ruhe vor dem Sturm. Da ist hormonell relativ wenig los. Da ist so ein bisschen vom Stoffwechsel her vielleicht das Östrogen dominant oder das Östrogen so ein bisschen am Zug, also das anabole Hormon der Frau. Und danach kommt es zum Progesteronanstieg. Und der dritte wichtige Zeitpunkt in diesem weiblichen Zyklus ist dann wieder das Ende. Das heißt, das Ende des Zyklus ist eigentlich wieder der Anfang des nächsten. Das heißt, das ist wieder der erste Tag der nächsten Regelblutung sozusagen. Dieser Zyklus hat, wie gesagt, sozusagen dann zwei Hälften. Das eine ist die Hälfte vor dem Eisprung und das andere ist die Hälfte nach dem Eisprung. Vor dem Eisprung hat man die Situation, wie gesagt, dass da eher das Östrogen oder die Östrogenwirkung im Vordergrund steht und Östrogen wird oft sehr negativ gesehen. Östrogen wird oft so als das Hormon gesehen, das für alle Frauenprobleme so verantwortlich ist. Aber man vergisst, dass das Östrogen zum Beispiel auch das Hormon ist, das die Frauen so schön macht. Das heißt, dass die Haut schön macht, dass anabole Prozesse in Gang setzt. Das heißt, Haarwuchs, Nägel, Hauterneuerung, Muskelaufbau übrigens, leider auch Fettaufbau. Das heißt, da kommt es ganz stark darauf an, wie man sozusagen seinen Alltag gestaltet, was dann der Körper daraus macht. Und man muss einfach wissen, dass vor dem Eisprung die anabole Phase ist. Das heißt, da sollte man vielleicht auch von der Ernährung etwas darauf achten. Da komme ich später noch dazu. Ja, das heißt, Östrogen ist eben nicht nur negativ zu sehen. Wie gesagt, das macht anabole Prozesse, das kann auch gut sein. Stärkt auch den Knochen übrigens, das ist ganz wichtig. Speziell was die Knochengesundheit dann im späteren Alter betrifft. Und das ist das Schönheitshormon, das darf man auch nicht vergessen. Also zu wenig Östrogen ist auch nicht gut und fühlt sich auch nicht gut an. Östrogen macht auch so ein bisschen Lust auf Fortpflanzung. Und nach dem Eisprung kommt es dann zum Progesteronanstieg. Das Progesteron, das ist jetzt nicht so wie das Yin und Yang, das ist nicht so das genaue Gegenteil davon, aber das Progesteron hat halt andere Eigenschaften. Und es wird immer nur als schwangerschaftserhaltendes Hormon gesehen. Das heißt, wenn sozusagen zum Zeitpunkt des Eisprungs, da ist übrigens die Fruchtbarkeit am größten, das heißt, da ist für die Damen mit Kinderwunsch der beste Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Und für alle anderen, die nicht schwanger werden wollen, ist es da am meisten zum Aufpassen. Und danach, wie gesagt, ist der Körper eigentlich darauf eingestellt, dass er eine eventuelle Schwangerschaft erhalten kann. Und das ist die Hauptaufgabe des Progesterons. Und das Progesteron hat aber eigentlich ganz viele andere Eigenschaften auch noch. Und zwar kurioserweise nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann. Und zwar hat das einen ganz starken Einfluss auf Nervenzellen. Progesteron kann zum Beispiel Nervenzellen regenerieren. Das ist ganz wichtig bei Krankheiten wie Multiple Sklerose zum Beispiel oder so. Oder Polyneuropathie dann im späteren Alter. Und funktioniert dann auch bei Männern übrigens. Also nur so als kleine Grätsche auf die Seite sozusagen. Aber heute geht es nicht um die Männer. Und das Progesteron ist auch sowas wie der beste Freund vom Insulin. Das heißt, mit einer guten Progesteronwirkung funktioniert das Insulin besser. Das heißt, der Stoffwechsel ist flexibler
und man kann sich sozusagen da mehr leisten, vor allem von der Ernährung her, in der zweiten Hälfte, also nach dem Eisprung. Weil dann das Progesteron, dem Insulin, bei der Blutzuckerkontrolle hilft. Und das kann man sich zunutze machen. Das heißt, man kann hergehen und sagen, wenn man sich zyklusadäquat ernährt, wenn man diese Vorzeichen, die da bestehen in diesen 4 Wochen, idealerweise sind es 4 Wochen, die der Zyklus dauert, dann kann man sich ein bisschen danach orientieren, was diese Hormone machen. Und es ist zwar ein bisschen komplexer, aber im Prinzip kann man es so ausdrücken, dass vor dem Eisprung eher das Östrogen am Drücker ist, nach dem Eisprung eher das Progesteron. Und wie gesagt, Östrogen wirkt anabol und Progesteron hilft bei der metabolischen, also bei der Stoffwechselkontrolle gut mit. Das heißt, man sollte, je nach Zielsetzung übrigens, also es würde nicht jede Frau nur abnehmen, aber wenn man abnehmen möchte zum Beispiel, dann wäre es gut, wenn man vor dem Eisprung eher auf einer Low-Carb-Ernährung sozusagen auf eine Low-Carb-Ernährung setzen würde. Im Englischen heißt das sozusagen Fast, also Fast für Fasten. Und in der zweiten Zyklushälfte, dann speziell, wenn es Richtung Ende des Zyklus hingeht, da spüren viele Frauen oft so einen Heißhunger auf Süßes. Das erzählen die meisten Frauen, dass das ganz ein starker Faktor ist, also dieses Craving nach Süßem, also nach Kohlenhydraten im Prinzip, dem darf man dann ruhig nachgeben. Weil Ende vom Zyklus, wie gesagt, hat man gute Karten, dass der Körper das gut managen kann. Wenn das Progesteron gut funktioniert, wird das Insulin auch gut funktionieren und man kommt gut damit zurecht. Das heißt, wenn man es wieder englisch sagen will, Anfang des Zyklus Fast und Ende des Zyklus ist der Zeitpunkt für Feast. Feast heißt über die Stränge schlagen oder Völlern. Könnte ein Ausdruck dafür sein. Das heißt, orientieren Sie sich ein bisschen danach und dann wird die ganze Gewichtskontrolle und die ganze Stoffwechselsituation einfacher zu managen sein. Wie gesagt, der Gamechanger in dem Ganzen ist der Zeitpunkt des Eisprungs. Und einen Tag oder 2 Tage vor der nächsten Regelblutung können Sie ruhig Salzburger Nockerl und Bananensplits essen und solche Sachen. Das macht dann nichts. Es ist sogar gut, wenn man das auch zwischendurch immer wieder macht. Und man sollte auch nicht immer zu diszipliniert bei der Ernährung sein, sondern das ist dann nicht unbedingt nur für die Sexualhormone wichtig, sondern vor allem für die Schilddrüse. Die Schilddrüse, die muss merken, dass was zu tun ist. Und deshalb muss man manchmal eben dieses Feasten zulassen sozusagen. Also dieses über die Stränge schlagen und das bei der Ernährung eskalieren. Und idealerweise machen Sie das am Ende des Zyklus. Dann haben Sie den besten Effekt. Weil dann fängt die Schilddrüse an, mehr von diesem T3-Hormon zu produzieren und das macht Grundumsatz und das macht, das verbrennt dann Kalorien in den nächsten 4 Wochen oder hilft Ihnen dabei. Wenn Sie zu den Frauen gehören, die, oder wenn Sie wen kennen, Sie müssen das ja nicht selbst sein, aber wenn Sie wen kennen, der eben eines dieser Frauenprobleme sozusagen schon längere Zeit mit sich herumschleppt, also Migräne, polyzystisches Ovar-Syndrom, BMS und so weiter, dann möchte ich Ihnen jetzt hervor so einfache Tipps geben, wie Sie im Alltag das leicht in den Griff bekommen können oder zumindest besser unter Kontrolle bekommen können. Da gibt es ein paar Maßnahmen, die man setzen kann. Das ist einerseits Sport und zwar die richtige Form der Bewegung. Das werde ich Ihnen dann sagen, wie vielleicht das Training ausschauen sollte, wenn Sie zum Beispiel unter Migräne oder BMS leiden. Dann die richtigen Nährstoffe, die man dazu braucht, um dem Körper zu ermöglichen, dass er überhaupt diese ganzen Hormone in adäquater Weise bilden kann. Und ein paar Hilfe aus der Pflanzenmedizin. Und da gibt es eben auch nicht nur aus der TCM, also aus der traditionellen chinesischen Medizin, sondern auch aus der traditionellen europäischen Medizin gute Helfer, die auch durch Studien inzwischen sehr, sehr gut belegt sind. Das erste ist die Prophylaxe durch Sport. Und zwar gibt es da eine Studie,
aus dem Jahr 2018. Da hat man die PMS-Symptome, also die perimenstruellen Syndrome sozusagen, gut in den Griff bekommen mit einer relativ simplen Intervention. Und zwar, man hat Frauen dazu gebracht, dass sie dreimal pro Woche 20 Minuten leichtes Ausdauertraining machen. Das heißt, eine Stunde pro Woche aufgeteilt auf drei Einzeleinheiten. Also nochmal dreimal pro Woche 20 Minuten locker laufen, Radfahren, Schwimmen, Joggen, Walken, was auch immer. Also nichts Hochintensives und nichts, was irgendwie groß einen zeitlichen, ein zeitliches Problem darstellen könnte. Und man hat gesehen, dass der Kopfschmerz hochsignifikant gesunken ist, also dass kaum mehr Kopfschmerzen und Migräne vorhanden waren, beziehungsweise diese Übelkeit und diese Magen-Darm-Problematik, also das Erbrechen und diese Unterleibsschmerzen waren ebenfalls fast verschwunden, also mit einer hochsignifikanten Wirkung. Und das bei dreimal pro Woche 20 Minuten. Übrigens, es ist nicht besser, wenn Sie jetzt sagen, okay, dreimal pro Woche eine Stunde ist dreimal so viel, weil da ist wirklich diese Dosis die wahrscheinlich die effektivste ist. Denken Sie einfach daran, wenn Sie sich in die Sonne legen, dann ist es oft auch nicht besser, wenn Sie länger liegen, sondern eine halbe Stunde Sonnenbaden ist gut, aber wenn Sie 3 Stunden in der Sonne liegen, könnte es schlecht sein. Also mehr ist nicht immer mehr. 3 mal 20 Minuten lockeres Ausdauertraining ist völlig ausreichend und hat nach 8 Wochen zu sensationellen Erfolgen geführt. Dann, die wichtigsten Nährstoffe im Zusammenhang mit dem Hormonhaushalt sind einerseits Zink, andererseits Vitamin D3 und die B-Vitamine. Da sollten Sie darauf schauen, dass Sie eine optimale Versorgung zusammenbringen. Und Vitamin D ist ein Nadelöhr, was die Sexualhormonproduktion betrifft. Und das finden Sie in Nüssen, in Olivenöl, im Fisch und natürlich auch beim Sonnenbaden, weil wir das vorher angesprochen haben. Aber verlassen Sie sich nicht zu sehr auf die Sonne, weil das funktioniert oft nicht so gut, wie man das gern haben möchte. Also Vitamin D-Mangel ist einer der häufigsten Mängel, die ich in der Ordination täglich messe. Da gibt es ganz gute Evidenz und auch Meta-Analysen oder Reviews, die belegen, dass bei Endometriose, bei polyzystischem Ovar-Syndrom oder bei Infertilität, also bei unerfülltem Kinderwunsch, das Vitamin D3 ein absoluter Gamechanger sein kann. Dann Zink. Zink ist ein Spurenelement und Zink ist bei ungefähr 4 bis wahrscheinlich 500 Enzymprozessen im Körper Kofaktor. Und man kann sich das so irgendwie merken, Zink ist immer dann involviert, wenn es um Wachstum geht oder wenn es um Fortpflanzung geht oder um hormonelle Gesundheit. Da ist Zink ein ganz großer Faktor. Hier sieht man zum Beispiel in der Studienlage momentan so die Datenlage, dass zum Beispiel die Sexualhormonproduktion und damit auch die Libido ganz signifikant mit dem adäquaten Zinkspiegel zusammenhängt. Das heißt, Zinkmangel würde das Ganze negativ beeinflussen. Das Gleiche gilt für die Fertilität, also für die Fruchtbarkeit und für die Laktation, es ist die Milchproduktion, wenn Sie dann schwanger geworden sind als Frau. Ganz entscheidend, dass die Zinkspiegel in einem hochnormalen Zustand sind. Kann man ganz einfach messen lassen. Zink-Serumspiegel kann Ihnen der Hausarzt jederzeit bestimmen und der sollte dreistellig sein, meiner Meinung nach. Und dann, ganz wichtig, die wichtigen Helferlein im Körper, die B-Vitamine. Die B-Vitamine sind eigentlich fast bei allen wichtigen Lebensprozessen irgendwie involviert. Also, und da immer im Komplex übrigens, also B-Vitamine sind Mannschaftssportler, das heißt, die brauchen sich immer gegenseitig. Und sie müssen nicht hergehen und im Blut jetzt alle B-Vitamine durchmessen, weil das wäre erstens teuer und zweitens nicht zielführend, weil die B-Vitaminspiegel im Blut nicht unbedingt aussagekräftig sind. Sondern sie gehen einfach her und messen den Homozysteinspiegel. Der Homozysteinspiegel korreliert mit der Verfügbarkeit der B-Vitamine dort, wo sie gebraucht werden, nämlich in der Zelle.
Das heißt, wenn Sie wissen möchten, ob Sie genug B-Vitamine im Körper haben, dann messen Sie den Homocysteinspiegel und der sollte unter 12 sein, egal wie alt Sie sind. Aber ein Homocysteinspiegel über 12 heißt, dass Sie zu wenig B-Vitamine haben. Und zu wenig B-Vitamine hat Einfluss auf Leistungsfähigkeit, auf Reproduktionsfähigkeit und auf so ziemlich alles, was sich gut anfühlt im Körper. Dann, also diese drei Nährstoffe sollten Sie unbedingt bestimmen lassen, wenn Sie irgendwie unter Frauenproblemen leiden oder auch nur glauben daran zu leiden, aber das sollte man sowieso einmal sich anschauen lassen. Also B-Vitamine über Homocystein, Vitamin D3-Spiegel, der sollte bei Frauen so zwischen 50, aber eher 70 liegen und das Zink, das sollte im niedrig dreistelligen Bereich sein. Ja, aus der traditionellen europäischen Medizin, weil wir sind ja im kulturellen Hintergrund dieser Medizin eigentlich am ehesten zugetan wahrscheinlich und da kennen Sie alle den Salbei. Salbei hat einen lateinischen Namen, Salvia officinalis, und es gibt da placebo-kontrollierte Studien, also wo man Salbei-Extrakt gegen Placebo getestet hat und man hat gesehen, dass man diese PMS-Symptome wieder nach einem Monat um 20% und nach zwei Monaten um 25% senken konnte. Das heißt, wieder ein hochsignifikantes Ergebnis. Also Salbei wirkt nachweislich bei PMS, weil es einen guten Einfluss auf diese Hormonkonstellation hat. Das zweite, und das kennen Sie vielleicht auch, ist der Mönchspfeffer. Mönchspfeffer oder Vitex agnus castus, das ist der lateinische Name, der ist signifikant wirksam in einer Meta-Analyse. Das ist so ziemlich die höchste Evidenzstufe, die man überhaupt kriegen kann. Und zwar beim Premenstrual Dysphoric Disorder. Das heißt, die schlechte Stimmung vor der Regelblutung. Also alle, die krantig sind vor der Regelblutung, die sollten sich ein bisschen mit Mönchspfeffer eindecken. Und man hat das da teilweise auch getestet gegen Antidepressiva und hat gesehen, dass er gleichwertig wirkt wie ein Antidepressivum. Und in dem Fall war das das Fluoxetin, das im Handelsnamen Fluctine heißt. Also Mönchspfeffer kann gleich viel gegen die schlechte Stimmung ausrichten wie ein Antidepressivum. In der DCM verwendet man da vor allem die Jamswurzel und der Wirkstoff heißt Diosgenin. Und das Diosgenin, das wirkt ein bisschen so ähnlich wie das Östrogen. Das hat eine leichte Östrogen- und auch scheinbar eine leichte progesteronartige Wirkung. Das heißt, das kann irgendwie so beides machen. Aber es hat die positiven Eigenschaften des Östrogens. Das heißt, es führt eben zu hautverjüngenden, also es hat einen hautverjüngenden Effekt. Es macht die Haut schöner. Man hat es auch ausgetestet gegen das Beta-Estradiol. Also das ist der Stoff im Körper, der eben diese Hautverjüngung macht. Das Blöde am Beta-Estradiol ist, wenn man das zuführt, dann kriegt man eher Brustkrebs. Und bei der Jamswurzel war das nicht der Fall. Das heißt, Sie kriegen eine schönere Haut und keinen Brustkrebs, wenn Sie Jamswurzel statt Beta-Estradiol zuführen. Und es hat zusätzlich auch noch einen schmerzsenkenden Effekt gehabt, und zwar hat es diese BGE2 und COX-2-Kaskade im Körper signifikant gehemmt. Das ist das, was die Medikamente, also die Schmerzmittel auch machen, die Sie dann vielleicht einnehmen, wenn Sie Regelschmerzen haben. Das könnte auch, wie gesagt, Hilfe aus der Natur schaffen, in dem Fall die Jamswurzel. Also schauen Sie, dass Sie, wenn Sie Probleme haben, dass Sie vielleicht auch Salbei, Mönchspfeffer, Jamswurzel Präparate zuführen. Weil die haben keine Nebenwirkungen und potenziell und auch in Studien belegte Wirkungen. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, was können Sie selbst tun, um sich selbst sozusagen an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen und die Frauenprobleme in den Griff zu bekommen? Das eine ist das Wichtigste wahrscheinlich und das ist Stress zu vermeiden. Das ist wahrscheinlich auch das Schwierigste. Und sonst schauen Sie, dass Sie sich zyklusadaptiert ernähren. Das heißt, Anfang des Zyklus eher Low Carb, Ende des Zyklus können Sie eskalieren und so ein paar Cheat Days auch einbauen. Machen Sie dreimal in der Woche 20 Minuten Ausdauersport. Das ist relativ leicht zu machen.
schauen Sie, dass Sie zumindest B-Vitamine, Zink und Vitamin D in ausreichenden und eher höheren Mengen zuführen. Und decken Sie sich ein mit Salbei, Mönchspfeffer und Jamswurzel. Und schauen Sie auch vielleicht, ob der Testosteronspiegel Ihres Mannes im Bereich von 7 ist, weil sonst haben Sie nichts davon. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie unsere Beiträge teilen oder liken, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Milieu Gesund auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes und auf allen anderen Podcast-Kanälen Ihrer Wahl. Und besuchen Sie gerne auch unsere Homepage www.inomed.com. Inomed schreibt man I-N-U-M-E-D. Vielen Dank. Die Empfehlungen in diesem Podcast sind auf dem neuesten Stand der ernährungs- und sportmedizinischen Wissenschaft. Sie ersetzen jedoch im Krankheitsfall nicht die ärztliche Konsultation. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte einen erfahrenen Ernährungs- oder Ganzheitsmediziner.